Herzlich willkommen zum neuen Video von Kömp24. In diesem Video stellen wir Ihnen verschiedene Zubehörteile von BioHort vor. Zunächst zeigen wir Ihnen das Antikondensvlies, dann das Elektromontagepanel, dann die BioHort-Regale und am Ende die Montage des Werkzeughalters von BioHort. Legen wir direkt los mit dem Antikondensvlies. Das Antikondensvlies wird auf Styrodur-Dämmungsplatten verklebt und montiert. Je nach Standort, Wetterlage, Fundament und bereits getätigter Isolierung kann es zur Ansammlung von Kondenswasser in Ihrem BioHort-Gartenhaus kommen. Deshalb kann es Sinn machen, Styrodurplatten zu montieren, auf denen Antikondensvlies verklebt wird. Dies können Sie einfach in unserem Onlineshop mit dazu bestellen. Wir beginnen mit der Montage. Zunächst schneiden wir die Styrodurplatten auf die jeweilige Länge. Das Maß entnehmen Sie entweder der Aufbauanleitung oder messen einfach die verschiedenen Zwischenräume mit einem Meterstab. Dann werden die Styrodurplatten mit einem Cuttermesser auf die korrekte Länge abgeschnitten. Wir nutzen als Unterlage Böcke und eine Schalltafel. Dann wird das Antikondensvlies ausgepackt. Wir nutzen die entsprechende Styrodurplatte direkt als Maß. Wir lassen links und rechts jedoch ein wenig Überstand, da die Ränder später über die Ecke verklebt werden. Das Antikondensvlies sollte die Styrodurplatte aber auf einer Seite komplett abdecken. Es handelt sich um ein selbstklebendes Vlies. Entfernen Sie die ersten 15 cm der Trägerfolie. Kleben Sie nun das Antikondensvlies vorsichtig entlang der Styrodurplatte auf. Achten Sie darauf, dass es mit der Längs- und Breitseite der Platte abschließt. Wir beginnen zunächst mit den ersten 15 cm. Um Falten und Lufteinschließungen zu vermeiden, wird das Vlies mit einer Anpressrolle oder einem solchen Abzieher festgedrückt. Man kann nun alleine oder auch zusammen mit einer anderen Person die Trägerfolie Stück für Stück entfernen und die Folie auf die Platte kleben. Dann wird die Folie an allen Seiten auch ums Eck verklebt. Schließlich werden die Platten in Ihrem BioHort-Gartenhaus montiert. Mithilfe eines Schraubenziehers oder einer kleinen Zange werden die Lasche, der Dachträger, umgeknickt und die Styrodurplatten werden an der Decke fixiert. Wiederholen Sie die gezeigten Schritte für alle Styrodurplatten. Am Ende können Sie noch die Dachträger mit dem Antikondensvlies abkleben. Die folgenden Abbildungen zeigen diesen finalen Arbeitsschritt ganz gut. Wieder wird zunächst die Trägerfolie ein wenig entfernt, dann wird der Dachträger komplett abgeklebt. Weiter geht's mit dem Elektromontagepanel. Sie möchten in Ihrem BioHort-Haus Schalter oder Steckdosen montieren? BioHort bietet im Zubehör eine elegante und dezente Lösung an. Das Elektromontagepanel. Sie können von unten oder oben her ein Kabel zum Gartenhaus führen und es in diesem Montagepanel verstecken und direkt zum Stecker oder Schalter leiten. Bevor wir loslegen, klären wir mit der heutigen Kundin, wo wir das Panel montieren sollen. Dann wird das Panel an der passenden Stelle oben in die Schiene eingeschoben. Auch unten wird das Montagepanel auf die Schiene gesteckt. Zur zusätzlichen Fixierung werden oben, links und rechts zwei Klipse umgeknickt.
Sie können hier mit einem Schraubenzieher oder einer kleinen Zange arbeiten. Beziehungsweise kann am Ende der Clip auch von Hand bis hinten umgeknickt werden. Achten Sie auf eventuelle scharfe Kanten. Dann können die durchgeführten Kabel zu einem Schalter oder Stecker durchgeführt werden und beispielsweise mit einer Lampe in Ihrem Bio-Hothaus verbunden werden. Und schon ist das Elektro-Montage-Panel montiert und bereit zur Benutzung. Nun zeigen wir Ihnen, wie die BioHot-Regale montiert werden. Die Montage geht sehr einfach vonstatten und die Regale bieten die maximale Flexibilität, da sie an jeder Stelle im Gartenhaus montiert werden können und bei Bedarf können Sie die Regale einfach umstecken und an einer anderen Stelle platzieren. Wir tragen die Pakete zum Montageort und packen zunächst die Regalsteher aus. Die Seite mit der tiefen Einkerbung wird später oben eingehängt, die Seite mit der kleinen Einkerbung unten. Nun werden beide Stangen eingehängt. Zunächst wird der Regalsteher oben in die Schiene eingeführt. Dann wird er nach oben geschoben und kann dadurch auch unten in die Schiene einrasten. Dann kommen wir auch schon zu den Regalböden. Das Paket der Regalböden wird zunächst vorsichtig ausgepackt. In der Verpackung befinden sich zwei Regalböden. Die Montage geht auch hier sehr einfach vonstatten. Biegen Sie einfach links und rechts die Bleche in einem 90-Grad-Winkel nach oben. Auch bei dem anderen Regalboden werden beide Bleche verbogen. Die Regale können beidseitig eingehängt werden. So haben Sie entweder einen Rand, damit nichts herunterrollt, oder eine glatte Oberfläche. Am Ende können Sie noch links und rechts diese Plastikclips in die Öffnung klipsen. Und fertig ist die Montage der Regale. Zu guter Letzt zeigen wir Ihnen noch, wie der BioHot Werkzeughalter montiert wird. Legen wir direkt los. An den vier Öffnungen wird jeweils eine Schraube, eine Unterlegscheibe sowie eine Mutter montiert. Der Schraubenkopf verschwindet später in der Gartenhaustür, zeigt also nach hinten. Damit die Mutter gut sitzt und das Blech nicht beschädigt wird, wird eine Unterlegscheibe dazwischen gelegt. Diesen Schritt wiederholen Sie nun für alle vier Öffnungen. Dann wird der Werkzeughalter an den vier Schrauben in der Tür eingefädelt und die Muttern werden festgezogen. Und schon ist der Werkzeughalter fixiert und Sie können zu guter Letzt noch die weißen Käppchen auf die Schrauben stecken, damit nichts verkratzt. Und jetzt können Sie Ihr Werkzeug aufhängen und haben es immer griffbereit und gut sortiert. So, und das war's auch schon. Wir hoffen, das Video hat Ihnen weitergeholfen und einen guten Überblick über das Zubehör von BioHot geliefert. Kömpf24 – Garten, Wohnen, Leben –